erklären, wie einige von euch mehr Geld vom Jobcenter bekommen können. Der rechtliche Hintergrund ist, dass es einen sogenannten Mehrbedarf gibt für Menschen mit Behinderungen. Denn Menschen mit Behinderungen sehen sich im Alltag bestimmten Hürden ausgesetzt und haben daher höhere Ansprüche. Eine Behinderung ist jedes Abweichen vom körperlichen oder geistigen Normalzustand. Nicht wichtig ist, dass der Grad der Behinderung festgestellt wurde oder die Frage, ob ihr gar eine Schwerbehinderung habt. Die genaue Berechnung im Einzelnen ist sehr kompliziert, hängt von vielen Faktoren ab. Ihr könnt uns aber gerne eure Bescheide zuschicken. Wir überprüfen sie dann auf diesen, aber auch auf andere Fehler. Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Das war der Hartz-IV-Widerspruch-Rechtstipp. Ich bin Rechtsanwalt Wladimir Ruschewski. Wir sind jetzt auch bei YouTube. Wir werden hier wöchentlich Tipps und Tricks zum Thema Jobcenter und Hartz IV veröffentlichen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen zu unseren Videos habt, unbedingt in die Kommentare. Ansonsten, Däumchen wären Träumchen, abonniert unseren Channel und den Link zu unserer Website seht ihr da.